Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video der Soundpads R3 Deluxe HS. So, wir haben die jetzt schon ausgepackt gehabt. Hier ist noch ein USB-Kabel drin, den habe ich wieder reingepackt, USB-C, weil den brauche ich nicht. Wir haben uns die Anleitung im Unboxing auch angeguckt, eine rudimentäre Anleitung, was man wie lange, wie viele Sekunden drücken muss. Hier ist dann die App habe ich mir schon runtergeladen. So, jetzt gucken wir mal nach. Hier haben wir die App. So, und hier haben wir die Soundpads. Grünes Licht, sie sind voll. So, warte, jetzt müssen wir hier erstmal gucken. So, zack. Gehen wir da erstmal wieder rein. So. Wählen Sie Ihre Soundpads-Kopfhörer in Bluetooth-Einstellung aus. Gut, die haben wir jetzt hier nicht drin. Dann müssten wir die jetzt erstmal verbinden mit Bluetooth. Ja, hier sind sie. Ja, wir machen mal. Ich habe neuerdings auch mal ein Problem mit Bluetooth, dass er mir hier bei manchen Geräten halt nicht mehr anzeigt den Namen davon, sondern nur noch die MAC-Adresse, warum auch immer. Warte mal, weitere Einstellungen, kompatible Geräte koppeln, Bluetooth-Geräte ohne Namen anzeigen. Ach, da, deswegen, okay, weg. Boom. Ja, geht doch. Leuchten die schon? Also ich sehe hier nichts leuchten. Sind die denn überhaupt schon an? Normalerweise müssten die doch jetzt hier leuchten. Machen wir nochmal rein. Und raus. So. LG ist nicht meins. Ein Samsung-Fernseher, 43 Zoll, ist auch nicht meiner. Oder ist hier doch noch Folie drüber? Nö. Ah, jetzt blinkt hier was. Muss man wieder. Moment. So. Ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen. Jetzt machen wir das einfach nochmal. Also, der sagt, wir sollen den Deckel hier öffnen. Und dann, ach, da sind sie. Hier erscheint schon was. Und, achso, hier sollen wir drücken. So, hier erscheint noch was. Soundpads, ha, da haben wir sie. Und jetzt verbindet er. Koppeln. Jetzt sind sie gekoppelt. Und ich höre sie auch schon.
Jetzt gehen wir mal raus. Also man muss es drinnen lassen. Und wir haben auch schon gleich ein Firmware-Update. Neue Firmware ist die Firmware-Version V0.5.1 R3 Deluxe, also in Klammern R3 Deluxe HS. Aktuelle Version ist die V04.4.4. Ja, dann machen wir mal aktualisieren. So, jetzt, ich lasse auch mal den Deckel jetzt einfach offen. So, und wir sagen aktualisieren, zulassen. So, Update wurde abgebrochen. Weiter. So, jetzt macht das. So, ich hoffe, ihr seht das, dass hier der Kreis da vorangeht. Ich werde mal gucken, ein Stück ranzoomen vielleicht. Ja, da seht ihr das. So. Also ein bisschen anders, als man es gewöhnt ist. Weil ich bin es gewöhnt, man nimmt sie raus und koppelt sie. Hier koppelt man sie im Case direkt. Ich lasse sie jetzt auch einfach drin für das Update halt, weil da haben sie dann direkt Strom. Während der Installation keine Verbindung trennen oder Musik abspielen. Legen Sie die Kopfhörer nicht in das Ladeetui. Oh, habe ich falsch gemacht. Halten Sie die Kopfhörer innerhalb von 5 bis vom Telefon entfernt. Dann nehmen wir sie mal raus und halten die mal hier so entfernt. Jetzt ist er ja sowieso schon fertig. Nach dem Übertragen der Headset-Software legen Sie bitte Headset in die Ladebox, schließen Sie die Abdeckung und öffnen Sie die Abdeckung. Dann ist die Nach dem Übertragen der Headset-Software legen Sie bitte das Headset in die Ladebox. Also reinlegen. Schließen Sie die Abdeckung und öffnen Sie dann die Abdeckung, dann ist das Update abgeschlossen. Ein bisschen komisch, okay. So. Ihr Headset. So. Oh, das ist doch kein Strom drauf. So. Da rein, zu. Jetzt sind sie weg. Ja, und jetzt öffnen wir sie wieder. Jetzt findet er sie wieder. So, oha. 14% und 13%. Na, die müssen wir erstmal laden, würde ich sagen. Die laden wir jetzt erstmal. Das hat ja so keinen Sinn. Links, rechts. Zurücksetzen. Spielmodus. In ihr Erkennung. Deaktivieren Sie alle Funktionen. Lautstärke. Voreinstellung. Klassisch. Benutzerdefinierter Equalizer. Ist ja geil. Ne? So, 14. Also die scheinen jetzt zu laden. Aber warum haben sie denn vorher nicht geladen? Laden die erst, wenn man die mit einem Gerät verbindet? Ah, okay. Deckel zu, Verbindung unterbrochen. Deckel auf. Connect, habe ich gerade gehört. Zack, bumm, verbunden. 15-14%. Gut, dann klappt das. Dann müssen wir jetzt einfach nur warten, weil die Lampe leuchtet grün. Wir haben auf jeden Fall, ist der Akkustand voll. Ja. Okay, dann würde ich jetzt hier einen Cut machen.
Und wir sehen uns gleich wieder, wenn die ein bisschen den Laden haben, weil mit 14 und 15% bringt das alles nichts. Wir wollen ja ein bisschen was testen. So, jetzt gucken wir mal nach. Ich habe gerade das Video zur Fire TV Pro Fernbedienung gemacht. Wieso sieht nicht bei mir jetzt so dunkel aus? Ah, jetzt geht's besser. Ja, da. Dazu habe ich gerade das Video gemacht. Jetzt sollten hier eigentlich jetzt mittlerweile ein bisschen Strom drauf sein. Ach, süße. 92% und 87%. Also die laden ja richtig schnell, muss ich sagen. Wir gucken uns das mal an. Ich warte jetzt mal. Also 92 und 87%. Und wir sind jetzt 16:58 Uhr. Wir warten jetzt mal kurz ab. Also hier kann ich ja nicht die Uhr drücken. Dann muss ich da die Uhr drücken. Achso, da komme ich zu Wecker. Egal. Wir warten jetzt einfach mal nur, bis da 59 steht. So etwa eine Minute. So, Pi mal Daumen. Scheint ja doch fast eine Minute zu sein hier. Und dann bin ich mal gespannt. Da, jetzt haben wir 59. So, wie viel ist jetzt in der kurzen Zeit dazugekommen? Siebenundachtzig Watt, glaube ich. Das ist so geblieben. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann testen wir das jetzt einfach mal. Ich bamse mir die jetzt einfach mal ins Ohr. Links, rechts, so, richtig rummachen. Ja, Tragekomfort ist gut. Sind auch halt Gott sei Dank keine In-Ears. Guck mal, da ist gleich runtergegangen auf 75, 72. Okay. So, dann haben wir hier Lautstärkeregelung, Spielmodus. Oh, da sagt sie Game Mode. Exit Game Mode. Da sagt sie nichts. Da sagt er auch nichts. Das werde ich dann auf jeden Fall mal testen müssen beim Zocken. Ey. So. Benutzer definiert. Ah, hier haben wir. Da können wir denn komplett hier uns das anpassen, wie wir das wollen. Aber ich bin da Noob drin. Ich stelle das immer falsch ein. So. Und hier können wir dann auswählen. Wir sagen einfach mal Rock'n'Roll. Soundpads klassisch. Pop. Und hier sehen wir dann auch Rock'n'Roll haben wir ausgewählt. So, dann gehen wir mal bei. Wo haben wir denn? Spotify. Bei Spotify. Und dann gehen wir. Wartet mal, ich muss mal kurz gucken. Wo hatte ich das? Bibliothek. Na, Nemesis, da haben wir sie doch. So, dann testen wir das mal mit Nemesis. Ich drücke jetzt einfach mal Play. Hört sich sehr geil an, muss ich sagen. Jetzt alleine nur das Gitarrensolo schon mal. Oh. Holy shit. Das hört sich geil an. Ich mache jetzt mal auf Spielmodus. Ah. Das ist jetzt auch ein bisschen breit gefächert, da. So. Ich mache mal jetzt klassisch.
Der ist ein bisschen dumpfer. Wir müssen. Volkslied, Hip-Hop, Pop. Hört sich aber auch gut an. Ich mach mal. Volkslied hört sich gut an. Also ein bisschen breit gefächert, irgendwie hallig irgendwie. Ich mach mal Hip-Hop. Hört sich auch gut an. Jetzt mein Pop. Oh, Pop kommt gut. Pop kommt richtig gut. Also ich würde, beide kann man, Pop und Rock kann man dafür nehmen. Also bei Rock ist mehr Bass. Bei Pop kommt die Stimme ein bisschen mehr klarer raus. Nee, das hört sich nicht gut an. Bassreduzierung. Ja, da ist der Bass fast weg. Bassverstärkung. Oh, das ist geil. Das ist geil. Aber ich mach mal Pop. Moment. So. Ich hab mal umgemodelt, damit ihr mich seht dabei. App habe ich euch ja gezeigt. Also ich habe jetzt Pop drin und hört sich echt geil an. Jetzt mache ich mal bei Pop den Spielemodus an. Oh, genau. Ich habe jetzt mal Deaktivieren von Funktionen der Berührungstasten. Die sind jetzt hier deaktiviert, die brauche ich nicht. Kommt da sowieso mal durcheinander mit. Finde ich gut, dass es in der App drin ist. Ach, hier haben sie auch noch alle Modelle drin. Die kann man sich alle... Ich wusste ja nicht, dass es so viele mittlerweile haben. Nichts gelernt. Von Perspektive so schnell entfernt. Es hört sich einfach geil an. Obwohl der Akku jetzt schon wieder bei 46% ist. Ich bin mal gespannt. Ich werde die mal jetzt voll laden, ob die wirklich diese 20 Stunden durchhalten. Also, das wäre der Hammer. Ich bin gerade noch ein bisschen beeindruckt von der Soundqualität. Die anderen, die ich vorher hatte, die R3 und so, die waren schon alle gut vom Sound. Wirklich. Wirklich gut vom Sound. Selbst das kommt, wenn er so lang, den Ton lange hält, kommt geil rüber. Also ich bin begeistert. Die anderen waren schon geil, die ich hatte. Vor allen Dingen auch die halt normal. Ja? Also wirklich ganz normale Kopfhörer. Ohne diese In-Ear-Kacke, ohne dieses Gummi. Einfach drin, fertig. Die waren schon im, also die habe ich ja schon ein paar Mal getestet und hatte die damals im Sommer auch benutzt, weil im Sommer mit Headset ist ich streame dann bei 30, 40 Grad, das ist nicht auszuhalten. Also eine Bude habe ich hier 40, 38, 39 Grad, das ist kein Problem. Halt sie alle doof, ist Sonnenseite. Und da macht sich dann sowas halt wirklich am besten. Oder wenn ich meine Ohren, wo ich jetzt die Ohrenschmerzen hatte, wo ich die Kopfhörer nicht aufsetzen konnte, weil alles ringsherum wehgetan hat. Also da sind die wirklich Gold wert. Und die waren schon. Die anderen haben schon geilen Sound gehabt, aber jetzt hier mit der Software, dass man jetzt
praktisch vorgefertigte Profile, die wirklich gut, wirklich, also mir gefallen sie wirklich sehr gut, die Profile, abgestimmt sind, vor allen Dingen mit Volksmusik und so, also das da so ein bisschen hallig und so, also müsste ich mir mal raussuchen, was man dazu hören kann, irgendwie Heino oder so. Macht sich das wirklich geil. Also er hört sich geil an. Man kann die Tasten deaktivieren, dass man nicht, wenn man aus Versehen raufkommt, dann irgendwas aktiviert. Wir haben einen Game Mode. Den muss ich unbedingt noch testen. Im ersten Augenblick bin ich erstmal echt begeistert. Wenn die jetzt wirklich noch 20 Stunden Akku haben, dann ist es die eierlegende Wollmilchsau, auf wie Deutsch gesagt. Also wirklich. Wir haben einen Klavierlack, ja, das wird nicht für jeden was sein, weil zerkratzt halt auch schnell. Aber also wenn sie das noch halten, dann ist ja geil. Also da bin ich, also ich bin perplex gerade. Wie gesagt, ich kenne die Firma und ich habe die anderen schon getestet. Und die hatten alle einen guten Sound, aber jetzt so mit den Soundprofilen in der App, das ist nochmal eine Steigerung. Das ist definitiv eine Steigerung. Denn der Gaming-Mode, also ich bin komplett perplex. Und der Sound hat sich jetzt super angehört. Richtig geil. Rock ist Rock. Und wenn du dann halt auf Pop machst, dann kommt die Stimme ein bisschen mehr raus. Die Musik ist ein bisschen ausgeglichener. Muss man halt selber wissen, wie ihm halt besser gefällt. Mir haben beide Profile sehr gut gefallen. Wobei ich jetzt im Schluss dann eher Pop gehört habe. Also Pop-Profil für Nemesis. Und man kann ja auch noch selber den Equalizer sich anpassen und die Regler so hinstellen, wie es einem persönlich am besten gefällt. Alter, ey, einfach nur ein Knaller. Kann ich echt nicht anders sagen. Ich bin mal gespannt. Also ich werde die jetzt testen und es kommt demnächst, also da müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben für das Fazitvideo. Ich muss die ja erstmal eine Weile testen. Ich lade die jetzt erstmal und testen wir sie und dann kann ich euch dann mehr dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt erstmal weg. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.